Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder mit dem wundervollen Fabian. Ich habe euch gefragt, was wir denn mal für ein Video machen sollen. Und da hat jemand geschrieben, wir sollten mal eine Morgenroutine machen. Und zuerst habe ich mir so gedacht, nein. Eigentlich fand ich die Idee dann doch gar nicht so scheiße, nur habe ich das so ein bisschen abgeändert. Ich habe nämlich mit euch zusammen eine Morgenroutine für Leon geschrieben. Also ich habe immer auf Twitter, ich habe so einen Anfang gemacht und ihr habt die halt so weitergeschrieben. Und jetzt haben wir daraus einen ganzen Morgen, den Leon jetzt sozusagen machen muss. Und was daraus geworden ist, das seht ihr jetzt. Es begab sich also folgendermaßen. Der Wecker klingelt um 7 Uhr. Leon will den Wecker mit einem Hammer zerhauen, schlägt aber auf seinen Finger. Danach bittet er Dagi um Hilfe, die antwortet ihm aber nicht. Er geht ins Bad und stößt sich seinen Zeh. Er reagiert erst nach 5 Sekunden, singt aber anstatt zu schreien. Das postet er auf Instagram. Hashtag C gebrochen, Hashtag Aua, Hashtag das tut voll weh. Darauf fährt Unger an seinem Fenster vorbei und bewirft ihn mit veganen Schnitzel. Von den Schnitzeln bekommt er Ausschlag. Leon schämt sich für sein Aussehen und versteckt sich im Kühlschrank. Leon schläft am Kühlschrank kurz ein, macht sich aber dann sein Frühstück. Jeden Morgen gibt es trockenes Brot mit reichlich Zimt, dazu ein Salatblatt. Nach dem Frühstück sucht er sich sein Outfit of the Day. Frischhaltefolie. Bevor er das Haus verlässt, sagt er seinen Lego-Figuren, die er unglaublich liebt, auf Wiedersehen. Schau Weihnachtsmann, schau... So sieht also ein ganz normaler Morgen bei Leon aus. Was macht ihr so am Morgen? Habt ihr irgendwie Dinge, die ihr immer macht oder was nervt euch? Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden und ich würde sagen, wir sehen uns wieder nächsten Dienstag. Ciao! So, damit ich jetzt auch noch in diesem Video bin, sage ich jetzt einfach mal... Tschüss.